Ach ja, endlich hier wieder in den Winterferien, zu Weihnachten hier einen Urlaub gemacht. Nämlich, heute habe ich hier mir nämlich so ein Dings, also ich habe mir für die nächsten 30 Tage so eine Art Hotel hier gemietet. Nicht Hotel, so eine kleine Ferienwohnung, ihr wisst. Und ja, ich denke, ich bin hier bei den Alpen und hier sieht es aber richtig schön aus. Okay, hier ist der Weg. Ich bin gerade zuerst mit einem Boot hier mit so einem Eisbrecher gelandet. Und genau, ich habe ein paar Schneebälle schon gesammelt für die Fälle, falls irgendein Rentier oder irgendwas hier kommt. Und Leute, seht ihr die Eiszapfen hier? Wie cool sieht sie denn aus? Der Weg ist irgendwie auch Dings hier freigeschaufelt worden, denke ich. Oh, hi, hallo, Jo, servus. Wer bist du? Also was willst du mit der Schaufel machen? Ich bin der Zwutsch. Ich bin der Schneeschaufler. Der Zwutsch, der Schneeschaufler, okay, ja, aber schöner Weg hier, bist du auch der Eiszapfen? Wo kommst du her? Ich komme aus Österreich. Kommst du hier aus den Alpen, oder wie? Aus den Alpen? Ich komme aus Norwegen. Oh, oh. Der klingt irgendwie nicht wie ein Norweger. Oder, keine Ahnung, könnt man in die Kommentare schreiben, wie irgendwie ein Norweger, ein Norweger. Au, au, ja. Ja. Meine Mutter kommt aus Österreich und mein Vater aus Burgenland, deswegen bin ich norwegisch. Deine Mutter kommt aus, oh, okay, ich, seine Mutter kommt aus Österreich und sein Vater aus Burgenland. Ja, Burgenland, ich kenne, das ist ein Bundesland in Österreich. Ja, was ist? Kennst du den alten Karl? Ja, ist der, oh, das ist der alte Karl. Wer ist das? Dein Vater? Ach so, na, du bist auch so grün wie der. So grün wie der? Ich bin Schneeschaufeln. Schneeschaufeln, okay. Ich denke, ich glaub, das ist sein Plot-Twist, Leute. Glaubt ihr, sein Onkel, der Karl oder Karl, keine Ahnung wie der heißt, ist auch ein Kaktus? Aber dann, okay, dann macht das alles eigentlich Sinn. Und ich denke, ich bin schon hier da in der Stadt. Lol, hier ist so eine Zucker-Dings, gell? So eine Zuckerstange hier. Da vorne ist ein Haus. Und, aber oh, lol, wie cool sieht das aus? Ich weiß nicht genau, hier ist ein Haus. Alles verbunden? Ich denke nicht, oder? Hier ist nämlich ein Dings und, hier ist ein Weihnachtsmann, der durchgestrichen ist. Okay. Oh, hi, bist du doch ein Geist? Ein Geist? Was für ein Geist? Warum hast du denn so ein Pixel-Augen? Also der Geist, nicht erschrecken, das ist nur eine Deko. Ich baue ihn ab für dich. So, das ist nur eine Deko, keine Angst. Okay, wo wohnst du denn bist hier? Bist du meine Mama? Ich bin nicht deine Mama. Weißt du, wo du wohnst oder wo deine Mama hier wohnt irgendwo? Das ist ein Stehmann. Ja! Ja? Okay, Leute, hier ist ein Christbaum, gell? Okay, hier ist ein Esszapfen, hier ist ein Haus. Hier ist ein großer Dings, hier ist ein großer... Wohnst du hier? Das ist mein Opa! Das... Warte mal. Hallo, Opa, kannst du... Okay, Leute, ich glaube, ihr weiß nicht, dass das eine Statue ist, oder irgendwie das Lebkuchen, aber... Ja, dein Opa... Ja, ich hätte... Ja, dein Opa... Wie alt ist denn dein Opa? Das ist meine Oma! Und das ist deine Oma, okay, ich lasse dich hier mal hier irgendwie davon stoppen. Das, ich glaube, da geht der Weg aber noch nicht da. Ja, der bleibt da irgendwie, okay. Ja, was willst du? Wie findest du es hier? Hier sind nicht viele Leute. Ich finde es schneig. Ich finde es winterlich. Hier auf die Alpen. Ja. Ich weiß nicht, wo wir eigentlich sind. Ja. Sind wir in... Die Alpen sind mein Lieblingsberg in Afrika. Ein Lieblingsberg in... Gibt es wirklich in Afrika einen Berg, der Alpen heißt? Ich schau mal, wo ist mein Haus? Ich denke, da vorne ist ja kein Schild gestanden mit dem Haus. Ist hier oben? Keine Ahnung, was das für ein Haus ist. Genau, hier steht Julians Haus. Okay, dann sollte das hier... Hier ist auch eine Mailbox direkt. Das, glaube ich, sollte meine Dings sein. Und das hier ist irgendwie eine Klingel, okay. Mal schauen. Okay, lol. Lol, wie cool das einfach aussieht. Okay, ist ein Kleidungsständer. Eine Uhr einfach. Okay, der Nightmare Before Chris... ist das Slenderman? Der Dings Nightmare... Oh, hallo? Hi. Wer bist du? Ein Frosch. Mein Enkel gesehen. Dein Enkel, Haben Sie mein Enkel gesehen? Wie sieht der so circa aus? Der trägt keine Hose. Keine Hose? Warte mal, ist der Schneeschaufler? Ich weiß nicht, er ist dumm. Es ist ja klug. Ja, der war da vorne irgendwie den Weg Richtung Steg. Das Kind davon, ist ihm ein Eiszapfen in die Nase reingefallen. Ein Eiszapfen. Okay, zu viel des Guten. Ein Eiszapfen ist ihm irgendwie in seine Nase gefallen, warum auch immer.
Und ja, genau. Ich glaube, der Grüne ist ein Frosch. Ich glaube, der eine Typ, der Schneeschaufler, hat gemeint, er hat ja gemeint, dass sein Onkel eben grün ist oder so. Vielleicht ist das der, also ein Frosch. Und hier ist ein Kamin. Ich mag mir das Haus hier näher ansehen. Hier sind solche Socken. Nee, nicht Socken. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Könnt ihr in die Kommentare schauen, wie man das nennt hier. Und lol, das ist Gelande einfach. Riecht cool aus. Und hier, denke ich, ist mein Dings. Ja, ich komm ja schon. Warum? Ja, nicht so oft. Wenn die Klinge noch kaputt geht, ich sag's euch. Hallo. Hi! Oh, bist du der Neue? Ja, ich bin ja neu. Ich bin gerade eingezogen. Ich habe das Haus hier gemietet für. Ey, voll cool! Ja, das ist eigentlich mein Haus und alle anderen hier im Dorf sind dumm! Ich brauche Freunde! Denkst du nicht, dass du irgendwie ein bisschen dumm bist? Freunde? Ja. Ach, nein, ich bin nicht dumm! Ich habe eine 5 in der Schule! Ne, das Beste! Okay, ich weiß jetzt nicht gerade, ob wirklich 5 das Beste ist. Letztes Jahr hatte ich eine 10 im Zeugnis! Ja, aber eine 10? Okay, da rennen wir noch hoch. Ich kenne mich selber noch gar nicht hier aus. Ich glaube, der hat das Haus schon mal gemietet gehabt. Und hier ist eine Küche. Leute, groß einfach. So eine Luxusküche, gell? Oh, die ist jetzt Zuckerstange noch, gell? Nicht so ein Kuchen. Parmesan. Parmesan? Okay, das ist ein Bügeleisen. Das ist ein Besen. Ha. Parmesan. Ich denke, der mag hier Parmesan. Ich kann dir einen Kuchen machen. Ein Kuchen? Okay. Hier ist mein Klo. Ich war schon mal auf Urlaub hier in dem Haus. Okay, also bist du öfters hier in Urlaub und dieses Jahr wieder? Lol, das Geländer hier einfach, gell? Meine Kacke liegt sogar noch im Klo drin. Hä, was? Und nicht von mir gespült. Was? Ich schau lieber einfach nicht nach. Und hier ist safe. Ist aber nichts drinnen. Aber wenn wir irgendwie irgendwas brauchen. Fast wie in 2010. Was? Das heißt, warte mal, die Kacke von innen liegt schon. Oh, nein, ja. Okay, ich wundere mich hier nicht. Und genau, wie gesagt, hier, ich weiß. Lettland. Weißt du was? Es ist nicht Lettland, das ist Österreich. Ich. Ja, geh auch weg. Ha, ich freu mich so, dass ich endlich Freunde hab. Ja. Hier okay, schaffe ich. Ja, wie gesagt, wer sich weiß, Johannes hat 30 Punkte Shop hier für den saftigen Franzl-Merch, wer hier neu ist. Und ja, wie gesagt, wir haben richtig viel von Sortiment hier. Nämlich seht ihr hier das Franzl-Design. Richtig cool, ihr Franzl auf dem Flugzeug. Wer es noch nicht kennt. Und genau, ich habe euch noch nicht alles gezeigt hier von dem Shop. Nämlich, es gibt auch noch hier so eine Federschachtel und die habe ich noch nicht ganz gezeigt. Nämlich, sieht es so hier aus. Sieht immer richtig cool aus mit dem Franzl-Dings. Also falls ihr noch in die Schule geht, wahrscheinlich eigentlich eh hauptsächlich geht ihr in die Schule. Und könnt ihr hier so ein Federpenal kaufen. Ist richtig cool aus hier, macht noch seid ihr der coolste in der Klasse hier. Und genau, hier gibt es auch so eine Franzl-Tasse hier, also so eine Franzl-Tasse, Junge. Genau, die ist so richtig cool. Das habe ich gemeint hier mit dem Blau und mit dem Weißen hier. Ja! Das ist so richtig, kleines. Französisch! Französisch und ja, wie gesagt, hier gibt es auch noch Rucksack. Kommst du aus Paris? Aus Paris? Französisch? Nein, ich komme aus Österreich. Rucksack? Ja, das ist ein Rucksack. Ja, wie gesagt, Jonas hat 30 Punkte Job hier für den Rucksack hier auch. Du weißt aber auch noch den Rucksack gar nicht gesehen. Und hier ist die Handyhülle. Auch noch richtig cool. Gibt es alle möglichen Handys von Samsung bis iPhone bis Lebkuchen. Was? Hier ist nochmal der Hoodie und der Samsung war ein Gorilla! Im Film Jurassic World! Ein Gorilla im Film Jurassic World? Okay. Okay, das ist ganz. Okay, das sind Glocken. Wollen wir Freunde sein? Freunde, ja, natürlich, warum nicht? Hier, ist ich ganz. Ja! Ganz links. Oh, das sag ich gleich, mein Opa! Nein, nicht mein Fenster. Das Haus ist eigentlich nur gemietet. Alles klar. Okay, hier ist, glaube ich, so ein Schreibding. Da kann ich schreiben. Tagebuch, okay. Liebes Tagebuch. Tag 1. Ich habe. Ich bin gerade in das Dorf eingetroffen. Und habe einen Schneeschaufler gefunden. Danach kam ein Frosch, der seinen Sohn suchte. Okay, ich denke, das ist irgendwie Dings. Lebkuchen, Baby glaubt, Statue ist sein Vater. Okay, ich glaube, das ist bisher der komplette Tag hier. Alright, okay, ich heiße wieder. Oh, hier bist du ja schon wieder. Ja, ne. Ha! Richtig cool! Ja, richtig cooles Tagebuch, gell? Dann schreibt jetzt irgendwas dazu. Oder? Was schreibt jetzt? Ha! Mathe-Test! Was? Mathe-Test? Ich bin nicht so gut in. Okay. Mathe-Test, wo ist ein Mathe-Test? Ich sehe noch nicht. Ich glaube, er schreibt gerade noch. Aber lol, wie cool hier ist so ein Weihnachtsdeko. Kann ich hier mal rausschauen? Und lol! Wir haben auch eine richtig coole Aussicht hier.
Ja, was schreibst du denn? Mathe-Test? Ja, ich lasse dir da mal irgendwie deinen Mathe-Test schreiben. Und wie gesagt, du hast den 30. Job für den... Ich kann nicht lesen! Was auf den Merch hier? Kann ich lesen? Okay, ich lasse mal hier schreiben und den Mathe-Test... Ha! Ich bin fertig! Bist du fertig? Okay, Mathe-Test. Ha! Richtig cool! Oh, 32 Seiten? Ja, warte mal. Hier steht ja gar nichts! Ich geh mal einkaufen! Bis später, Schatz! Schatz? Oh. Okay. Ich wette, auf der letzten Seite steht irgendwas, oder? Ein umgedrehtes Fragezeichen. Okay, der Typ ist echt komisch hier. Ich sag dir, hast du 30 Punkte Job für saftige Merch. Okay, dann geh ich mal runter hier. Oliver, hört ihr das, Leute? Warte mal. Wo kommt das her? Ist das Statue? Hört ihr das? Von vorne? Ich weiß nicht, wer da überall wohnt. Die Stadt ist ziemlich leer, hat jeder gesagt. Hört ihr das Pumpern hier? Also das Pumpern hier, das Dings. Und wer ist das? Okay, geht irgendeiner, ne? Okay, Oh nein, ich glaube, er hat uns gesehen, oder? Warte. Wie geht wir rein? Ja, er hat uns gesehen. Sieht irgendwie komisch aus. Schaut immer noch her. Oh nein. Ich hoffe, ja. Okay, der geht jetzt doch irgendwie rein. Ich hoffe, der ist nicht böse. Das sieht aber irgendwie so komisch aus. Sieht aus wie ein Dings hier. Was macht der hier? Der hat so eine Blende zugemacht, gell? Okay. Ja, das kommt mir irgendwie... Warte, von da unten ist er. Okay, ich habe irgendwie Angst. Ich habe echt Angst gerade. Oh, es läuft wieder an. Ich denke irgendwie, der kommt mir komisch rüber, der Typ. Hi. Ja, du bist schon... Ja, servus, 20 Euro bitte. Warum 20 Euro? Schneeschaufelgebühr. Was für Schneeschaufelgebühr? Im Dorf gibt es Schneeschaufelgebühr, oder was? Wer hat die Schneeschaufelgebühr nicht zahlt, dem sein Haus wieder eingeschneit. Ja, eingeschneit. Okay, hier gibt's 10 Euro. Da hast du 10 Euro. Ja, das ist ein Schneeball. Ja, ich weiß, es ist ein Schneeball. Ja, ich habe keine 10 Euro. Also, mit was kann ich zahlen? Dann schaufel ich dein Haus nicht mehr. Dann wirst du eingeschneit. Eingeschneit? Warum? Oh, hi. Ja, ich bin schon. Hallo. Hallo? 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 Hi, du hast eine Glatze. Hi, du hast eine Glatze, wer bist du denn? Kann ich nicht sehen! Nicht sehen? Dann mach die Augen auf! Warte! Die ich nicht so schnell umsetze, mit Spind ist! Was für ein Stil, wenn es schwindig wird! Und dann bin ich schwindig! Oh, okay. Ein- und ausatmen. Ein- und ausatmen. Hi, ich bist du. Ja, wohnst du auch grün? Ey, grün? Oh, okay, das war mein Bild. Ja, ich bin grün, ich bin ein Kaktus. Falls du noch keinen Kaktus gesehen hast. Nein. Das ist mein Haus. Oh, ja, das ist mein Haus. Ich guck jetzt Fernsehen. Ja, guck Fernsehen. Das Programm ist kacke. Programm ist kacke. Ich will umschalten. Ja, ich kann auch, ich hab auch früh mal, ich glaube, weiß nicht, irgendein Programm hat es gegeben, dass hier einfach irgendwie nach 10 Uhr, also 22 Uhr irgendwie ein Dings war. Hi. Hallo? Ja, nur ein Lagerfeuer mehr. Ja, hi, Karl? Karl? Hä? Ist das? Karl? Ja? Karl? Ist das dein Vater oder, meine Schwester? Ja? Ich bin verwirrt. Ja, okay. Wie geht's dir? Nein, ich komme nicht aus Afrika. Ja. Ja. Ich glaube, die haben irgendwie... Der Kilimanjaro, oder? Der Kilimanjaro. Reden über irgendeinen Berg aus Afrika, der Alpen heißt. Okay. Ich glaube, die sind wieder gegangen. Ja, dann würde ich jetzt... Ich hab Hunger! Ich hab Hunger? Oh nein. Was denn? Hunger? Ich hab auch Hunger. Ich würde gern an dir anbeißen. Okay, dann mache ich lieber nicht. Ja. Das war meine Cousine! Cousine! Alles klar. Ja, dann würde ich auch... Wer läutet denn jetzt an? Okay, wer läutet an? Hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, guten Mitternacht. Hi! Ich begrüße Sie! Begrüße Sie? Ich wollte fragen, ob du hast ein bisschen... wie sagt man? Milch und Zucker? Bin der Bauer von nebenan. Ich kann mal kurz schauen, Milch und Zucker. Ich weiß nicht... Ja, du hast... Der kann irgendwie doppelt geläutet. Warum? Wie kannst du doppelt läuten? Hier hast du Milch. Fragen. Und, Zucker. Dankeschön. Okay, die baut sich nicht ab, die Chest. Zucker. Ich brauche irgendwas Süßes. Zucker. Ich hab's schon gefunden. Ach, ich bedanke mich. Zucker, ey. Wer läutet hier an?
Hä? Hast du etwa meine Klingel kaputt gemacht? Das ist ein Klingelstreich. Ein Klingelstreich? Oh Leute, die klingen immer noch. Weil es ein Klingelstreich ist. Ich hab was, die Klingel gestreicht. Hä? Die leuchtet. Klingelstreich. Warum? Das ist ein Klingelstreich. Warum ist hier? Oh Leute. Wenn ich wegschmeiß? Meine Mama hat gesagt. Wo ist denn die Klingel? Meine Mama hat damals gesagt. Warum? Kannst du es läuten? Klingelt's da nicht bei dir? Klingelt's? Ich denke, du meinst, an die Tür kaputt gehen? Kopf, wer ist da? Wo ist der jetzt hin? Klingelt's bitte? Habe ich mir das gerade eingebildet oder? Oh. Ja, hi. Es ist mein Haus. Hallo! Wie kann ich helfen? Das ist mein Haus, ich habe es gemietet. Zuerst. Das stimmt gar nicht! Raus! Ich habe mein österreichisches Geld gezahlt. Meine österreichische Werbung. Währung. Raus, das ist mein Haus. Raus. Ich muss. Oh, ich dachte, das sind Freunde! Freunde, ja, du kannst demnächst rüberkommen, okay. Ja, ich würde jetzt irgendwie auch sagen, das war's für die Folge hier. Folge Minecraft Advent. Ich hoffe, euch gefällt ja das Minecraft Advent hier. Ich bin irgendwie komisch in eine komische Stadt oder so gelangt, irgendwo in den Alpen. Aber, einer denkt irgendwie, ja, das ist sein Haus. Und der andere kommt irgendwie und klingelstreicht und sagt, klingelt's bei dir. Und dann klingelt die Glocke weiter. Ich hab keine Ahnung. Wie gesagt, lasst ein Abo und ein Like da. Und abonniert mich unbedingt für mehr Minecraft Advents, dass ich mehr hier mache. Und, die Klingel leuchtet aber noch. Wie gesagt, lasst einfach ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke unbedingt, dass ihr kein Minecraft Advent mehr verpasst hier. Und, lasst unbedingt ein Like da, dass euch Advent hier gefällt. Und kommentiert unbedingt, was ihr von dem Projekt haltet, wo ich das nächste hingehen soll. Und dann würde ich sagen, lasst ein Abo und ein Like da. Check Jonas30.shopper für einen saftigen Franzl-Merch hier. Und lasst ein Like da und ciao!